Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Guten Tag, Herr Piemel. Ja. Wie geht es Ihnen? Schnuckelig und selbst. Wer bitte? Wie geht's Ihnen denn so? Mir gut. Fein, Freut fein. mich. Ich bin Amalia Meyer. Ich hoffe, Sie bezüglich Ihr Interesse an passives Einkommen am Finanzmarkt. Ja. Sie haben vor kurzem bei uns angemeldet. Erinnern Sie sich? Wie heißt denn die Seite? Meine Firma heißt Celine Invest. Okay. Sie haben auf einen von unseren Projekten angemeldet. Unser Projekt heißt Bitcoin Trader. Aha. Sagen Sie mir bitte, warum haben Sie dieses Interesse an Finanzmarkt und Onlinehandel? Na, da kann man ja Zaster kriegen. Wer bitte? Na, Zaster, Moneten, Money. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute geht's wie üblich um die Trading-Betrüger. Die Trading-Betrüger, tja, die reißen mich ab und rufen immer weiter an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen verrückten Telefongespräch. Ich verstehe Sie nicht. Nee, warum? Können Sie lauter sprechen? Ich soll lauter sprechen. Warum? Was denn Ich jetzt? höre Sie schlecht. Ja, warum? Ich weiß nicht. Ich höre Sie gut. Aber jetzt ist es besser. Ja. Und warum haben Sie dieses Interesse? Ja, Warum warum haben Sie nicht? bei uns angemeldet? Nur mal gucken. Ist doch Meistens interessant. Kunden lassen ihr Meistens unsere Kunden lassen mir seine Kontaktdaten hin, weil sie hatten dieses Interesse an Kryptowährung oder an Onlinehandel mit Rohstoffen oder Aktien. Warum Aha. haben Sie hier dieses Interesse? Ja, ich wollte mal gucken. Gucken? Ja. Okay, aber Sie können alle Infos im Internet gelesen. Warum haben Sie angemeldet? Warum Na, weil haben Sie ich Ihre wollte Kontaktdaten gucken. hinterlassen? Na, ich wollte mal gucken. Okay, gucken und Nur ob warum gut haben Sie ist. das gegoogelt? Eieieiei, wie immer. Sehr, sehr intelligent. Warum will man sich an, ja, oder warum interessiert man sich für das Produkt? Ja, weil man es haben will oder nicht. Tja, ich weiß nicht, warum diese Stelle da in dem Skript ist, aber eigentlich, also zur Auflockerung kann das ja nicht dienen. Vielleicht zum Abstecken, ob der Kunde noch Interesse hat und ob man sich das Gespräch irgendwie gleich klemmen kann, aber weiß ich nicht. Also so wie die hier ihre Gesprächsführung führt, ich hoffe, dass die nicht so viele Leute betrügt. Ob gut ist, weiß man ja vorher nicht, sieht man ja nicht. Okay. Und Sie möchten am Finanzmarkt handeln? Natürlich. Okay. Haben Sie schon die Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Ja? Nee. Haben Sie keine? Ja. Okay. Dann ich muss wissen, warum haben Sie im Internet rangeguckt? Warum haben Sie dieses Interesse? Ja, darf man nicht? Ist das schlimm? Okay, und was haben Sie im Internet gelesen oder geguckt? Na, wegen Bitcoin und so. Und wissen Sie etwas über Finanzmarkt Nee. und wie können da Geld verdienen? Nee, woher denn? Hat mir ja noch keiner gesagt. Okay, Sie haben im Internet an Bitcoin geguckt, ja? Ja. Und was haben Sie da gelesen über Bitcoin? Dass man da viel Geld mitmachen kann. Okay, super. Wissen Sie, wie alles funktioniert am Finanzmarkt? Und Nee. wie können Sie mit Bitcoin handeln? Nee. Okay, ich erzähle Sie kurz. Am Finanzmarkt, das ist ein großes Online-Geschäft. Was können Sie mit verschiedenen Aktiven wie Bitcoin, ich meine Kryptowährungen oder Rohstoffen oder Aktien von verschiedenen Firmen handeln? Ich meine, Sie kaufen irgendwelche Aktiven billiger und verkaufen teuer. Verstehen Sie Also, das? wie so ein Schneeballsystem. Warum später? Nee, habe ich doch gar nicht gesagt. Wer bitte? Habe ich doch gar nicht gesagt, später. Ich habe nicht verstanden, was meinen Sie?
Wie war nochmal Ihr Name? Mein Name oder Ihr Name? Ihr Name. Mein Name? Ja. Amalia Meyer. Aha. Wie kommen Sie denn an den deutschen Nachnamen? Warum fragen Sie das? Nur weil Sie ja so wenig Deutsch verstehen. Verstehen Sie, warum rufe ich Sie an? Nicht so richtig. Bis jetzt haben Sie das ja noch nicht erzählt. Einen Moment. Okay. Herr Pimer? Ja? Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marius Proko, wie geht's Ihnen? Ganz gut. Wie immer, der absolute Kracher. Jetzt weiß die nette Tante nicht mehr weiter und dann geht einfach ohne Vorwarnung der nächste Mitarbeiter ans Telefon, der dann, ja, den Namen auch wieder irgendwie nicht verstanden hat. Also mal im Ernst, wer heißt denn jetzt bitte schön Herrn Pimmel? Tja, dass Sie Betrüger das wahrscheinlich einfach nicht übersetzt bekommen und nicht wissen, was es bedeutet. Tja, so ist es halt. Aber da weiß man ja sofort wieder, dass man hier nur Betrüger am Telefon hat. Wunderschön. Also meine Kollegin, Frau Meyer, hat mit Ihnen besprochen, um eine Möglichkeit auf dem Finanzmarkt zu arbeiten. Mhm. Haben Sie Prinzip verstanden? Nee. Hat sie ja nicht okay, erklärt. Okay, wenn Sie sagen, was ist das überhaupt auf dem Finanzmarkt? Ja. Dann haben Sie was von Kryptowährungen, von den Bitcoin gehört, oder? Ja. Wunderschön. Also unsere Unternehmen bieten Sie überhaupt diese Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt zu handeln mit einem Analytiker, ja? Also für die verschiedenen überhaupt Marken wie Aktien, Rohstoffen und so weiter und so fort. Also dass Sie werden überhaupt dazu begleiten, mit einem Analytiker zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aha. Also überhaupt, wie wird das aussehen? Sie aktivieren Ihre Handelskonto ja mit dem Betrag, welchen Sie wollen, ja, und danach Sie werden mit einem Analytiker arbeiten. Also wie wird das aussehen? Zum Beispiel, Sie werden etwas billiger kaufen, teurer verkaufen und der Preis unterschiedlich Ihres Profits, Ihres Einkommens. Ich verstehe, das ist eine Anfänger, das kann für Sie eine komplizierte Sache sein, ja, aber auf jeden Fall, Sie werden dazu eine völlige Unterstützung haben von unserem Analytiker, weil welche überhaupt will Sie alles zeigen, wie, wo, was und wer, ja, dazu können Sie sich einfach keine Sorgen machen. Ja. Okay, wunderschön. Ich weiß überhaupt, dass Sie haben dazu überhaupt ein bisschen dazu interessiert, ja, und vielleicht jetzt sind Sie überhaupt so in solcher Meinung, dass Sie haben dazu Angst, um das alles zu machen, oder? Nee. Haben Sie dazu keine Angst? Wunderschön. Sagen Sie überhaupt, sind Sie bereit, Ihre Handelskonto aktiviert? Nee, aber warum soll ich Angst haben? Ja, weil ich frage einfach nach, weil ganz viele Kunden, weil ich habe keine Erfahrung gehabt, haben Sie dazu Angst, was Neues zu machen. Deswegen ich frage einfach nach, weil Sie haben keine Angst, was ist doch super, Sie werden überhaupt dazu ein größeres Profit haben. Jetzt habe ich auch Angst. Jetzt haben Sie wieder Angst? Nee, nicht wieder, jetzt überhaupt erst. Jetzt haben Sie Angst, okay. Sagen wir überhaupt, wenn Sie werden mindestens 2.000-3.000 Euro verdienen, wenn Sie dieses Angst vermeiden, oder? Woher kommt denn das Geld? Woher kommt dieses Geld? Also dieses Geld, also Sie werden selbst mit Ihres überhaupt Hand, mit Ihres Bemühungen und mit Finanzmarkt sich beschäftigen. Zum Beispiel, Sie werden mit unseren Analytikern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel auf normales Arbeit, aber es wird eine Online-Arbeit sein, ja, auf unserer Plattform. Okay. Verstehen Sie? Nee. Was verstehen Sie nicht? Weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Was Sie machen müssen, okay. Also einzige, was sollen Sie machen, einfach Ihre Handelskonto aktivieren, ja, mit passendem für Sie Betrag. Also es gibt unterschiedliche Beträge, je nachdem, wie viel Geld haben Sie jetzt für Ihre Tasche allgemein. Der optimale Betrag ist 500 Euro. Okay. Also das ist nur einfach die Betrag, von welchem können Sie anfangen zum Handel? Ja, aber wenn Sie mit dem Profit überhaupt zufrieden sein mit unserer Hilfe, können Sie dazu mehr investieren, weil ganz viele Kunden sind mit unserer Analytiker überhaupt zufrieden, weil unsere Analytiker ist für sie immer erreichbar. Unsere Analytiker überhaupt bereit für sie die beste Strategie für sie persönlich. Also Arbeit für unsere Analytiker ist für jeden Kunden persönlich abgemacht. Deswegen, also je nachdem, welche Motivation haben Sie, dazu Geld verdienen, das werden Sie verdienen. Ja, toll. Damit haben Sie noch welche Fragen dazu? Na und wie lange dauert es, bis man da ganz viel Geld hat? Also,
unsere Zusammenkooperation wird überhaupt am Ende gehen, wenn sie werden, selbst sehen, dass sie wollen einen Schluss machen. Wenn sie werden sehen, dass sie haben schon sein maximales Ziel sich erreichen, ja, bei unseren Lichtern, sie können gleich überhaupt Geld auszahlen für ihr Bankkonto und einfach die eigene Handelskonto zu machen. Geht das schnell? Geht das schnell, je nachdem, welche Motivation haben Sie dazu. Und wie viel Profite macht man da? Also unsere Analytiker macht überhaupt allgemein pro Anfänger 30% Profit täglich. Also verstehen Sie, je mehr Geld werden Sie dazu investieren, desto mehr Geld werden Sie dazu verdienen. Es ist ganz normal an der Finanzmarkt. Aber am Anfang, wenn Sie sind ein Anfänger, bestimmt Sie aber dazu keine Erfahrung. Dazu muss man ein bisschen Zeit dauern, damit Sie überhaupt was Besseres kennenlernen können. Dazu überhaupt 30% täglich, es wird zu Sie passen, ja. Sie werden schauen, überhaupt, wie läuft das, was kann man dazu machen und überhaupt, welches Mangeln dazu machen. Aha. Und wie viel Profit bekommt man da? Ich habe Sie schon erzählt, 30% täglich wird Ihr Profit sein, für den Anfang. 30% kriegt man da am Tag? Genau. Ist das viel? Wie bitte? Ist das viel? Ist das viel? Nein, es ist nicht viel. Nee. Viel wird, wenn Sie 10.000, 50.000 Euro wöchentlich verdienen, dann wird es für Sie viel sein. Am Anfang geht es für Sie ausreichend. Ja, und wie kommt man da hin? Je nachdem, nach und nach, Sie werden dazu hingehen. Ganz genau. Ich frage den netten Mitarbeiter, wie kommt man denn zu den 30.000 Euro Gewinn da? Ja, da werden wir nach und nach zu hingehen. Schön. Super Antwort. So stellt man sich das bei seiner Bank natürlich vor. Wie lange dauert das? Also je nachdem, welche Motivation haben Sie, dazu Geld zu verdienen. Kann sein, 1, 2, 3 Tage, 1, 2, 3 Wochen. Aha. Okay, und jetzt habe ich meine Frage vergessen. Hallo? Ist da noch einer? Guten Tag. Wer ist denn da jetzt? Herr Pemel. Und als wäre da das Gespräch jetzt nicht total schräg genug, mit lauter Blödsinn, der von vornherein nichts an Sinn ergibt, geht jetzt einfach die nächste ohne Vorwarnung ans Telefon. Einfach nur Wahnsinn. Also es ist jetzt tatsächlich die dritte Stimme in der Leitung. Ob das die erste vom Anfang ist, weiß ich nicht. Einfach nur noch verwirrend. Ja. Hier ist Amalia Meyer. Sie haben mit meiner Kollegin, Herr Prokop, gesprochen, ja? Ja. Er hat jetzt eine Arbeit, er muss mit unseren Kunden noch sprechen. Aha. Warum haben also, Sie... Also geht er ja? Einfach weg dann vom Telefon oder was? Er muss jetzt mit unseren Kunden noch sprechen. Er hat eine Kunde. Aber warum das hat er gar nicht gesagt. Ist er einfach weggegangen. Ich verstehe, aber er muss, das ist ein sehr wichtiger Kunde. Ach so, und ich nicht? Warum haben Sie gesprochen? Was hatte er Ihnen gesagt? Habe ich nicht so ganz verstanden. Müssen was haben Sie nicht verstanden? Habe ich nur, was er da so gesagt hat, der war sehr undeutlich. Was meinen Sie? Na, ich habe ihn nicht verstanden. Aber was genau haben Sie nicht verstanden? Ja, das alles. Was muss ich denn was jetzt machen? Was genau alles? Ja, was muss ich denn jetzt machen? Sie wollen handeln. Sie sollen zuerst Ihr Handelskonto aktivieren. Mit einem Startkapital. Und dann können Sie mit unserem Analytiker handeln. Ja. Ich meine, Analytiker wird statt Ihnen nicht verhandeln, sondern er hilft, er ratet, er unterrichtet unsere Kunden und Sie handeln. Ich muss das alleine machen. Nicht genau alleine, mit der Hilfe unserer Analytiker. Er erzählt Ihnen alles. Er unterrichtet, er sagt Ihnen, was sollen Sie richtig. Ich meine, er erzählt Ihnen alles, was sollen Sie auf unserer Plattform richtig machen und wie und mit welchen Aktiven sollen Sie handeln. Ich meine, mit welchen Aktiven können Sie Geld verdienen?
Was sind denn Aktiven? Nochmal bitte? Was sind denn Aktiven? Ich habe das nicht verstanden. Na, das haben Sie doch gesagt, das Wort Aktiven. Was ist das? Sie meinen, aktivieren Ihr Handelskonto? Na, Sie sagten, ich handle mit Aktiven und da weiß ich nicht, was das ist. Aktiven sind Kryptowährung oder irgendwelche aktiv als Rohstoffe, zum Beispiel Öl oder Gas. Das ist ein Aktiv. Öl, das ist ein Aktiv. Ja. Ja, und Bitcoin oder Ethereum oder Gasöl, das ist Aktiven. Aktiven. Okay. Und mit diesen Aktiven können Sie handeln. Nicht nur mit Bitcoin, sondern mit verschiedenen Aktiven. Heißt das nicht Aktien? Aktien von verschiedenen Firmen, das ist auch Aktiven. Aha. Okay, sagen Sie bitte, haben Sie schon nachgedacht, mit wem möchten Sie handeln? Ich meine, Rohstoffe, Kryptowährungen oder... Was ist denn da besser? Ich kann Ihnen sagen, dass jetzt ist besser vielleicht mit Bitcoin noch handeln, weil es diese Bitcoin geht jetzt diese Woche nach unten, aber ich kann sagen, dass mit in ein oder zwei Stunden wird er noch nach oben gehen. Ja. Oder mit Aktien von Tesla oder Amazon zum Beispiel. Aha. Ja, also unser netter Rasurpickel hier am Telefon erzählt uns also, in 2 Stunden geht der Kurs wieder hoch. Woher weiß denn die Blitzbirne das so genau? Hat sie ihre Glaskugel gerade ausgepackt oder weiß ich nicht? Schmeißt der Kaffeesatz irgendwie gegens Fenster und guckt, was drinsteht? Oh Mann. Und das Schlimme ist, es gibt Menschen, die das glauben. Eins ist Fakt. Der Markt. Man kann ihn nicht vorhersehen. Man kann vielleicht erahnen und Tipps geben, wohin es sich entwickeln könnte. Ja, aber die Betonung liegt auf könnte. Denn wenn der Markt, also der Markt besteht ja aus vielen tausend Menschen. Wenn da viele von nicht so reagieren, wie man sich das vorgestellt hat. Ich meine, es gibt ja Umwelteinflüsse. Wenn ich jetzt weiß, keine Ahnung, irgendein Produkt wird warum auch immer teurer, dann weiß man das vorher. Und dann kann man das abschätzen, dass sich der Markt dahin entwickeln könnte. Es bleibt aber bei könnte. Denn wenn die Menschen nicht so reagieren, wie man es vorausprognostiziert hat, dann ist das Ergebnis natürlich auch ein anderes. Tja, aber das erzählt man euch hier nicht. Man will euch letztendlich nur irgendeinen Blödsinn verkaufen und erzählt dabei die ganze Zeit nur irgendeinen Blödsinn. Und wie geht das? Was muss man da machen? Sollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie das geht. Sie können das auf unserer Seite machen. Ja. Okay, aber mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Na, dann würde ich erstmal 25 Euro nehmen. Okay. Mhm. Wir können das jetzt machen. Ja. Okay, wir können das mit Ihrer Karte machen. Ich meine, haben Sie 250 Euro auf Ihrer Karte und haben Sie Visa oder Mastercard zum Beispiel? Wozu 250 Euro denn? Ich dachte 25. Sie haben 25? Das wollten wir doch machen, haben Sie doch gerade gefragt. Und ich habe gesagt 25, nicht 250. Aber verstehen Sie, 25 ist es zu wenig. Warum? Weil wenn Sie zum Beispiel mit 250 Euro anfangen, können Sie mehr Handel öffnen. Ich meine, Sie können eine Handel mit Bitcoin öffnen, andere Handel mit Aktien und dritte zum Beispiel mit Gas. Und Sie können da mehr verdienen, weil mit 25 Euro wird mit Ihnen kein Analytiker arbeiten. Warum nicht? Weil es ist zu wenig, Sie können nicht verdienen. Sind die alle gierig? Minimum ist in meistens 250. Meistens? Ja, weil meine Kunden beginnen mit 300 oder 400 Euro. Aha.
Ja, aber wenn meistens Minimum 250 Euro ist, dann ist das ja flexibel. Was meinen Sie? Ja. Was, ja? Können Sie mir erklären? Na, aber Sie sagten doch flexibel. Ich habe nicht gesagt, reflexibel. Nee? Okay. Können Sie mir erklären, was meinen Sie? Nee, einfach nicht. Okay, meine Frage ist, Sie haben mit meinen Kollegen schon gesprochen, mit mir auch. Können Sie mir erklären, warum haben Sie dieses Interesse? Na, da stand, dass man halt Geld verdienen kann. Okay, Sie möchten verdienen. Super. Aber genau. Na, warum haben Sie im Internet dran geguckt? Na, wo soll ich denn sonst gucken? In eine Zeitung? Ein Moment, kommt mein Kollege. Ja. Bäumchen, Bäumchen, wechsel dich. Wir wechseln wieder den Mitarbeiter. Ja, Herr Piemel. Ja, hallo. Ich bin wieder da, es ist der Marius. Ach so, hallo. So, meine Kollegen sprechen mit Ihnen fast 20 Minuten, haben Sie welches überhaupt Meinung getroffen, was wollen Sie jetzt machen? Na, ich will ja da einzahlen, ja. Ich will ja Geld verdienen. Mehr Geld verdienen ist wunderschön, dann aktivieren Sie einfach gleich Ihre Hand ins Konto, damit Sie schon am Morgen Geld verdienen können. Ich habe Sie akustisch leider nicht richtig verstanden. Also aktivieren wir jetzt Ihre Hand ins Konto, ja, damit Sie schon am Morgen schon welches Geld verdienen können, oder? Ja. Wunderschön, sagen Sie, welche Einzahlungsmethode haben Sie? Eine Visa-Karte, eine Mastercard? Ja, das ist vorhanden. Welche Karte haben Sie? Wir sind bei der Mastercard-Karte. Ja, die sind vorhanden. Wie bitte? Ja, ist vorhanden. Haben Sie die beides Karte? Ja. Okay, und zum welches Bank gehört Ihre Karte? Wie meinen Sie das? Zum einen Sparkasse Bank, Deutsche Bank oder sonst so. Was? Ja, genau. Ist richtig. Hallo? Okay, sagen Sie, haben Sie WhatsApp unter dieser Handynummer? Das ist doch gar keine Handynummer. Okay, haben Sie WhatsApp auf jeden Fall? Nee. Haben Sie welches E-Mail-Adresse? Also Ihre E-Mail-Adresse lautet mikopmail@gmx.net, richtig? Ja. Wunderschön. Sagen Sie, können Sie jetzt in diese E-Mail-Adresse reinzugehen und nachschauen, ob haben schon von meinen Kollegen welches E-Mail gekriegt? Kann ich machen, ja. Wo soll ich denn da hingehen? Auf Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse soll ich aufmachen. Genau, also mirko@gmx.net. So, dann gehe ich da mal gucken, ja? Wunderschön. Und jetzt? Was muss ich da machen? Hallo, haben Sie ein E-Mail bekommen? Also ich möchte jetzt hier nur noch mal anmerken, dass das jetzt schon das vierte Mal Mitarbeiter wechseln und ja, also quasi das fünfte Mal geswitcht wurde. Erst war es eine Frau, dann war es ein Mann, dann war es eine Frau, dann war es ein Mann und nur einmal war die Frau dran. Ist sicherlich nicht das letzte Mal in diesem Gespräch, dass sie sich nicht so ganz einig sind, wer jetzt mit dem Kunden telefonieren soll. Warum sind denn Sie jetzt wieder dran? Weil mein Kollege ist jetzt erreichbar. Aber warum wechseln Sie immer die Leute aus? Das finde ich nicht schön. Das ist nicht schön? Nee, warum wechseln Sie dann immer? Nein. Ja, Herr Piemel, ich bin von Finanzabteilung, ja. Und ich habe ganz viele Arbeit dabei. Und meine Hauptaufgabe ist, Ihnen zu begleiten, Ihre Handelskonto zu aktivieren, ja. Aber warum kümmern Sie sich nicht um Ihre Hauptaufgabe? Was kann ich nicht? Nee, machen Sie ja nicht, weil Sie wechseln ja immer. Das hat ja nichts. Ich bin nicht weg. Prüfen Sie bitte jetzt Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe Sie schon per E-Mail, diese E-Mail mirko@gmx.net eine E-Mail haben geschrieben. Sehen Sie das? Ja, aber dann waren Sie ja auf einmal wieder weg. Ja, ich bin wieder da. Also ich habe gesagt, ich habe ganz viel Arbeit dabei. Ich kann nicht mit der Kunde eine halbe Stunde zu sprechen. Aber meine warum bleibt denn nicht? Einfach Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ja, aber warum bleibt denn nicht ein Mitarbeiter am Telefon? Also Sie haben am Anfang mit meiner Kollegin von Kundenberater besprechen, Frau Maya.
Und dann Frau Meier hat sie mit mir verbunden, weil es waren ein paar Schwierigkeiten dabei. Und dann war man wieder sie. Und jetzt gehen wir und ihre Hand ist kam. Dann war wieder die Frau und dann waren wieder sie und dann wieder die Frau und dann wieder sie. Ich bin und dann wieder da. Die Frau. Ich bin wieder da. Ja. Herr Pimer, ich bin wieder da. Prüfen Sie bitte Ihre Mailbox, ob haben Sie eine E-Mail schon von mir erhalten? Ich gucke mal, Moment. Also bei mir steht, dass diese Mikro-Pimer@gmx.net ist eine überhaupt E-Mail-Adresse, wo kann man keine E-Mail schicken. Wie konnte es sein? Weiß ich nicht, geht nicht. Haben Sie da was falsch gemacht? Sie können bitte Ihre E-Mail-Adresse buchstabieren. Die ganze? Die ganze, bitte. Da muss ich mal schnell gucken gehen, Moment. Ich hab die nicht im Kopf, die ist so lang. So, also, Sie möchten die ganze E-Mail-Adresse buchstabiert haben, ja? Genau, genau, genau. Also die ganzen einzelnen Buchstaben? Genau. Okay, also jeden einzelnen, ja? Jeder einzeln, genau, nach und nach. Okay. Als erstes kommt ein M. M wie Martha. Mhm. Haben Sie? Ja, habe ich. Dann kommt ein I. I wie Ida. Ja. Super. Gehen wir weiter? Haben Sie auch, ja? Ja. Dann kommt ein R. Also R wie Richard. Ja. Super. Was kommt weiter? Dann kommt ein halbes O. Also so ein C. Also C wie Cäsar. Ja. Wunderschön. Was kommt weiter? Ein O. O wie Odo. Oder wie Otifant. Okay, was kommt weiter nach dem O? Dann kommt ein Punkt, also so wie das Zeichen, also so ein kleiner Punkt. Also Pei wie Beta? Nee, ein Punkt. Oder ein Punkt, also Mikro, Punkt, ja. Und dann ein P? Ein P? Hm. Haben Sie? Ja, habe ich. Dann kommt ein I. I wie Eda? Ja. Und dann kommt ein Hm. Was kommt danach? Nach dem Hm? E wie Emil? Ja. Okay, was kommt weiter? Dann kommt ein H. Was kommt weiter? Also M wie Martha, oder? Wo denn? Also was kommt weiter nach dem E wie Emil? Und dann kommt ein H. Wie bitte nochmal, können Sie bitte diese Buchstabe deutlicher sagen? Na, ein H. Ein H wie? Nee, H. Ein H wie? Also H wie Hubert? Nee, ein H wie Lutschen. Wie Lutschen? Ja. Okay. Und was kommt weiter? Ein Ad-Zeichen. Und dann GMX-Punkt? Nee. Ein Hm. Haben Sie? Ja, also mikro.stil@gmx.net. Nee, falsch. Was ist falsch eingegeben? Da war was falsch. Was ist falsch eingegeben? Sagen Sie bitte. Also mikro.pl, also Peter, Ida, Emil, Luke. Nee, da fehlt ein M. Da fehlt ein M. Also P-Mail. P-Mail, ja? Ja. Also mikro.pmail. Ja. Also zweimal L, entweder einmal L. Einmal. Also mikro.pmail@gmx.net. Nee, @ntccfu.de. Nochmal bitte, was kommt da? Können Sie bitte diese Deutsch, können Sie bitte deutlich buchstabieren, was kommt nach dem diese Zeichen und E-Ad? Na, ein Hm. Ein Hu. Wie Hubert. Nee, ein Hm. Ein was? Hm. Sind Sie jetzt ehrlich bei mir? Was kommt jetzt weiter? Ich habe keinen Wunsch, mit Ihnen tausendmal zu sprechen, das nachzufragen. Na, dann hören Sie doch richtig hin. Dann sagen Sie bitte normales Ihre E-Mail-Adresse. Wo ist das Problem? Na, hab ich doch. Wie haben Sie? Können Sie bitte normales Deutsch das mir erklären? Verstehe keine Wort. Warum schreien Sie mich jetzt an? Weil es nervt mich. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen eine halbe Stunde zu sprechen. Wenn Sie wollen Geld verdienen, dann mache ich das jetzt gleich. Ach so. Mache das einfach gleich und wir gehen Geld verdienen. Es ist hier keine Kindergarten oder sonst was, sondern eine normale Arbeit.
Wo kann man Geld verdienen? Es ist nicht ein Kindergarten. Ups, dann habe ich wohl Ihre Zeit verplempert, weil ich habe Sie ja nur verarscht. Was haben Sie? Na, ich habe doch Sie nur verarscht. Sie haben nur mich verarscht? Ja. Sie sind ein normales, erwachsener Mann oder Sie sind eine dumme Sau? Sagen Sie bitte. Na, ich denke, das Letztere vielleicht. Also, warum melden Sie sich ein? Sagen Sie, Sie sind eine dumme Sau jetzt. Ja, kann sein. Ist möglich. Haben Sie eine Frau oder Sie überhaupt, oder wiegen Sie überhaupt alleine? Nee, ich bin mit einem Mann verheiratet. Sie sind verheiratet mit einer dummen Sau? Ja. Du bist einfach dumm oder was? Vielleicht. Warum aber überhaupt immer haben Sie sich eingemeldet? Sagen Sie es bitte. Überhaupt ganz viele Leute sind normale Leute, Sie sind eine dumme Sau. Ja, ich wollte Ihre Zeit verplempern. Was machen Sie auf Ihre Arbeit? Was machen Sie? Wo arbeiten Sie? Welcher Bereich? Welchen Bereich? Auf welchem Bereich arbeitest du, dumme Sau? Videoproduktion. Wo? Videoproduktion. Videoproduktion. Was machen Sie überhaupt da? Na, Videos also, produzieren. Sie machen ein Video, wie sind eine dumme Sau, ja? Ja, kann man so sehen, ja. Und wie viel Geld bekommen Sie monatlich? Das verrate ich nicht. Weil du bist eine dumme Sau, okay? Weil ganz viele Leute sind normales Leute. Sie sind eine Aussage in dieser Welt, ja? Ja, okay. Okay, haben Sie Mutter? Nee. Haben Sie keine Mutter? Gott sei Dank, Sie haben keine Mutter. Ja. Und haben Sie bestimmt keinen Vater, oder? Nee, spart man sich Geld weil für Geschenke. Du bist dumme Sau, oder? Sie sind eine große dumme Sau in dieser Welt. Ja? Und du bist ein Betrüger, der die Leute verarschen will. Ja, ich bin Ihre Betrüger, welche wird Ihnen beachten, ganz genau. Aber ja, ich verdiene Geld und Sie verdienen gar keine Geld. Du bist dumme Sau, oder? Ja, okay. Okay, aber wozu haben Sie sich eingemeldet, dumme Sau? Na, um deine Zeit das Problem einfach sich nicht einzumelden, sagen Sie bitte. Na, damit ich deine Zeit verschwenden kann. Dann mir ist egal auf meine Zeit. Ich bekomme Spaß, wenn ich beleidige Sie, dumme Sau. Ja. Du bist eine Fatze. Ja? Und ja, du kannst endlich das nicht mal richtig endlich aussprechen. Mir ist scheißegal, was du denkst auf mich. Ja. Ich verdiene meinen Lohn, wie ich verdiene meinen Lohn. Es ist doch scheißegal, was ja sagen Sie dazu, dumme Sau. Ja. Ich wollte einfach vorbeifahren von Ihnen und einfach so tief wie möglich mit einem Pinsel Sie zu ficken, dumme Sau. Ja. Ist aber nett. Es ist nicht nett. Nett wird dann, wenn ich werde Ihre Mutter ficken. Ja, aber gerade wolltest du doch noch mit Männern ficken. Also bist du homosexuell. Ja, stellen Sie bitte mit solcher beschissenen Aussprache jetzt ein bisschen aufhören. Verstehen ja? Sie, Sie sind eine dumme Sau, Mann. Welche hat sich einfach eingemeldet, bei welcher Plattform? Und jetzt denkst du dann, dass ich verdiene meine Zeit? Genau. Und das funktioniert ja auch. Weil in der es Zeit, funktioniert wo du mit gar mir kein sprichst, nein, es funktioniert Zeit, nicht, weil in meinem Leben, wenn ich treffe eine solche beschissene ja Person wie Sie, ich wollte einfach Sie beleidigen wie eine Frau, ja, weil Sie sind nicht ein Mann, Sie sind eine Frau. Weil ja Sie muss in diesem Leben nicht leben. Okay. Aber in der was Zeit, okay, können Sie zu mir Ihre Frau sagen? Zu mir beschissene scheiße sprichst, Frau, mit welcher wollen Sie zusammen? Halt deine Schnauze jetzt, du musst auch, wenn ich spreche, ja? Ja, okay, das ist aber ja, interessant, okay, wenn du sprechen willst, aber mich interessiert ja gar nicht, was du so zu sagen hast. Halt deine Schnauze, da kommt jetzt nichts Sinnvolles bei dir aus, wenn du redest. Komm einfach zum Polizei und sag, dass ja? du bist überhaupt Betrüger, oh, weil du bist ja einfach lustig. Frau. Ja, das ist ja lustig. Mensch, es ist lustig, dass ich aber überhaupt geboren bin. Du bist ja ich lustig. Du bist eine Fatsche, weil ja? ich 10.000 Mann pro Tag, oder? Naja, das kann schon alles sein, aber immerhin bin ich nicht so niveaulos wie du und ich betrüge auch keine Menschen. Außer dich. Es ist scheiß drauf, was du denkst. Ihre Beschwerden sind mir ganz egal, Bescheid. Ganz egal, weil du bist eine dumme Sau. Ja? So eine dumme Sau habe ich niemals gehört in meinem Leben. Niemals. Ja, das glaube ich nicht. Da brauchst du doch bloß in den Spiegel gucken. Was sagen Sie? Können Sie einfach Schwein von seinem Mund rausnehmen? Weil ich verstehe ja keine Wort von Ihnen. Dafür kann einfach ich ja Schwein nicht von dem Mund rausnehmen. Musst du deine Deutschkenntnisse noch ein bisschen aufbessern, wenn du das besser verstehen ach möchtest. Ach so, Mann, meine Fall. Mir ist alles drauf, was du denkst. Einfach ja Schwein von dem Mund rausnehmen, damit Sie normales überhaupt sprechen mit mir können. Weil
Ich verstehe keinen Grund, wenn sie haben Schwanz auf ihrem Mund. Ja, das ist aber schlecht. Ist aber schlecht, weil du bist eine Frau, oder? Weiß ich nicht. Wir können ja mal nachgucken. Ich wollte sie nachgucken, überhaupt gar nicht. Nee? Nein, das geht nicht. Ich habe Warum? Meine schöne Frau dabei und ich wollte ja? mit ihnen überhaupt gar keinen mehr sozusagen treffen. Und wie heißt denn deine schöne Frau? Du bist eine dumme Sau und halt deine Schnauze jetzt. Ja, wie heißt denn der deine schöne Frau? Was heißt das? Heißt das, du bist eine dumme Sau, Vater? Ja, was heißt denn das übersetzt? Was heißt denn das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Ja, wie ist denn der deutsche Begriff dafür? Ich weiß ja gar nicht, was das heißt. Was meinst du damit, dumme Sau? Können Sie einfach der Schwanz von der Mutter raus, weil ich verstehe keine Wörter, dumme Sau. Ja, aber ich verstehe das Wort nicht, das ist zu ausländisch. Weil du bist dumme Sau, du bist einfach dumme Sau. Okay, und was heißt das auf Deutsch? Du bist eine Fatze. Ja, und was heißt das auf Deutsch? Es heißt das, dass du bist eine dumme Sau. Ja, da müssen wir also mit den Deutschkenntnissen noch mal ein bisschen üben. Ich will von dir Geld abziehen, Mensch, komm los. Ich will von dir Geld abziehen, komm los. Ja, wie viel denn? 10.000 Euro. Ja, also dumme Sau kann er ja auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall auch mal was anderes als Hurensohn. Tja, weiß ich nicht. Aber solche Leute rufen bei euch an, um euch zu betrügen. Tja, da kriegt man doch richtig Lust, sein Geld an diesem Unternehmen zu versenken. Ich find's immer wieder beeindruckend, dass die Betrüger sich am Ende dann doch jedes Mal selbst verraten und ganz genau zeigen, was da eigentlich für unterirdische Menschen anrufen. Mit Intelligenz und Verkaufstaktik und mit Geschick hat das hier alles nichts zu tun. Es ist einfach nur absolut unterirdisch und absolut hohl. Aber die glauben immer noch, dass sie auf der richtigen Seite sind und dass sie da ein seriöses Geschäft machen. Ist mir einfach absolut schleierhaft. Schon alleine, wie die da ständig hin und her wechseln. Ich glaube, wir haben ja insgesamt 8-mal den Gesprächspartner gewechselt, auch wenn es wahrscheinlich immer nur zwischen zweien war. Es ist, weiß ich nicht. Da fehlen einem wirklich die Worte und, naja, ein bisschen haben wir noch. Ist ja wenig. Ja, aber solches Geld nicht, es ist nicht wenig. Das ist wenig. Es ist nicht wenig. Doch. Sie verdienen solches Geld nicht, es ist nicht wenig. Ich finde, das ist wenig. Könnten wir ja mal ein bisschen mehr machen, das ist ja lächerlich, wenn man mit so wenig Geld zufrieden ist schon. Sie werden zufrieden mit auch einen kleinen Schwanz zu haben, oder? Weil Sie verdienen einen kleinen Betrag. Ihr ist schon nicht zu klein, eine schöne Frau zu haben. Deswegen haben Sie so einen kleinen Schwanz, oder? Das ist so traurig. Ja. Und was machst du sonst so den ganzen Tag? Ich bin eine Betrüger. Ja. Meine Hauptaufgabe ist einfach von Ihnen Geld abziehen. Ja, aber es funktioniert ja nicht. Doch. Na, bei mir nicht. Sie haben einen kleinen Schwanz. Ja. Sie sagen, es funktioniert gar nicht. Wenn Sie werden einen großen Schwanz haben, damit können wir was reden. Aber jetzt gar keine Rolle. Sie scheinen ja Schwänze zu mögen, ne? Nein, denn aber ich nein. Ja die ganze Zeit über Schwänze. Scheiß drauf. Aber wenn du die ganze Zeit über Schwänze redest, dann wirst du wohl Schwänze mögen. Ah? Ich habe sie nicht gehört, Entschuldigung, dumme Sau. Ja, ich sage, wenn du den ganzen Tag über Schwänze redest, dann wirst du wohl auch Schwänze mögen. Ja, ich rede nur mit solchen beschissenen Leuten wie sie über Schwänze, weil sie verdienen eine Bonne so große Betrag, was 2000 Euro verdienen sie im Monat, das ist ungefähr, ja? Dazu habe ich einen kleinen Schwanz. Ja. Weil die Leute, welche verdient, sie hat einen großen Schwanz dazu. Weil sie verdienen nicht so viel, das heißt, sie haben einen kleinen Schwanz, wie bei einer Frau. Aha. Nimm bitte den Schwanz von dem Mund raus. Ja. Hä? Was dann? Dann ich komme vorbei und schicke deinen Vater, deine Mutter, ja, und ihre Familie, ja, weil ich bekomme, dass du Schwanz. Das hast du ja schon gesagt. Ja, mir ist scheiß drauf, was du denn. Ich kann ficken, jeder Mann in dieser Welt, einfach muss meine Behauptung sagen, wenn ich will das machen, ich werde das machen. Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn du homosexuell bist. Was? Ich sage, ich habe gegen deine Homosexualität nichts. Aber deine kleine Schwanz hast du gesagt, ja? Wie groß sind ihre Schwanz? 5 Zentimeter? 6 Zentimeter? Weiß ich nicht, musst du mal vorbeikommen und nachgucken. Ja, ich werde nicht jemals vorbei, und solche beschissenen Leute vorbeifahren,
Weil ja. du hast einen kleinen Schwanz. Wie kann ich zumindest vorbeifahren? Und wenn sie wollen einen großen Schwanz haben, dann ich komme gerne vorbei. Wir wollen ja. zusammen ficken, es ist kein Problem. Aber ja. wenn sie wollen einen kleinen Schwanz haben, dazu haben sie eine beschissene Frau, oder? Nee. Doch, ihre Frau ist beschissene Frau in dieser Welt, oder? Ich habe ja keine Frau. Ich habe gestern ihre Frau gefickt. Ja, dann wird es irgendeine Fremde gewesen sein, aber meine nicht. Ich habe 50 Euro dazu bezahlt, um deine Frau zu ficken. Ich habe ja keine. Ha, du bist dumme Sau. Nee. Doch. Warum? Doch. Ja, warum? Weil wenn ich sage, dass du bist eine dumme Sau, dass du bist eine dumme Sau. Okay. Dann muss ich dann mit meiner Meinung akzeptieren und weitergehen, oder? Nee. Doch. Nee. Nee, können Sie zum Ihre beschissene Mutter sagen, nicht zu mir. Nee. Na? Nee. Ha? Können Sie normales überhaupt besprechtigen oder gar keine? Nee. Nee. Hast du einen kleinen Schwanz, damit Sau? Sagen Sie bitte, wie groß ist Ihr Schwanz? Der hat man auf meine Frage nie beantwortet. Ja, dann musst du herkommen und nachmessen. Ha! Ungefähr 10 cm, 5 cm. Mhm. Interessant, für was du dich so interessierst. Was interessiert Sie sich, dumme Sau? Haben Sie Ihre Mutter gefickt? Nee, und du? Du scheinst ja drauf zu stehen. Stehst wohl auf Ältere. Aber ist nicht so schlimm. Es ist doch schlimm, weil du bist eine dumme Sau, Hauptmann. Welche hat eine kleine Schwanz. Und welche verdient gar kein Geld, weil du hast eine kleine Schwanz. Und Aha. seine Frauen sind mit ihm überhaupt nicht zufrieden. Aha. Man kann einfach kreien, dass du hast eine kleine Schwanz. Sehr interessant, für was du dich so alles interessierst. Interessant ist das, dass du hast eine kleine Schwanz. Und seine Frau kommt zu mir und sagt, oh, Herr Trug, mein Mann hat eine kleine Schwanz. Aha. Ich will einfach bumsen mit ihnen. Aha, Mensch. So kann man los, gehen Sie einfach weg, dumme Sau. Ja, aber mit Kinderstuhl. Tja, da war er dann weg. In der Tat, also mit einer guten Kinderstube hatte das jetzt hier wohl überhaupt nichts mehr zu tun. Ich weiß es nicht, wie die Betrüger jedes Mal da drauf kommen, sich ja selbst eigentlich absolut bloß und unterirdisch darzustellen. Und mir ist auch vor allem schleierhaft, warum man sich so vor seinen Kunden präsentiert. Letztendlich wollen die ja was verkaufen und Geld haben. Tja. Und sobald sie wissen, dass sie es nicht mehr bekommen werden, verhalten die Betrüger sich ziemlich oft so am Telefon. Tja, was will man davon eigentlich großartig halten? Nichts. Es sind Betrüger. Tja, und meiner Meinung nach nicht mal besonders intelligente Betrüger. Mit Intelligenz hat das hier in dem Telefonat ja wohl überhaupt nichts mehr zu tun. Vor allem verstehe ich jedes Mal diese Sexstörungen von den komischen Betrügern nicht. Die sind besonders auffällig und gruselig, meiner Meinung nach. Ja, aber was will man machen? Weitermachen. Tja, die Betrüger möglichst viel zur Schau stellen. Teilt da sehr gerne oder daher sehr gerne meine Videos, damit viele Menschen einfach sehen, was da so anruft und dass einfach alle gewappnet sind. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, auch in meinem Umfeld ist jemand auf genau diesen Schwachsinn hier reingefallen. Nicht in mein direktes Umfeld, eher ein Kumpel von einem Kumpel, aber, tja, was will man dazu noch großartig sagen, dass man da wirklich felsenfester Überzeugung ist, dass man hier sein Geld investieren sollte. Tja, ein bisschen Eigeninitiative und eigenes Nachdenken gehört auf jeden Fall immer dazu. Und grundsätzlich ist eins klar, wenn euch jemand anruft und macht euch riesengroße Gewinnversprechen oder euch überhaupt jemand anruft und sagt, guck mal, ich habe hier was Tolles für dich. Mal ganz ehrlich, wie oft kommt das in Wirklichkeit vor, dass irgendjemand bei euch anruft und sagt, ich mache dich reich? Richtig. Das wird es nicht geben. Das gibt's auch nicht bei der Bank. Bei der Bank wird man auch nicht reich. Mittlerweile zahlt man ja eher drauf, wenn man bei der Bank ein Konto hat. Tja, so funktioniert halt eben die Welt. Das Traurige ist, dass die damit Erfolg haben. Schaut gerne noch in die Playlist, da gibt's noch jede Menge mehr Videos. Wer möchte, kann unten in die Kommentare seinen Senf dazugeben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.